Außerdem, dass das Entstehende nach gewissen Perioden erneut entstehe und dass es überhaupt nichts Neues gebe. Schließlich, dass man alles Entstehende, das beseelt ist, als verwandt betrachten solle. Pythagoras scheint der erste gewesen zu sein, der diese Lehre in Griechenland einführte. Wichtig ist, die Trennung zwischen Körper und Seele zu verdeutlichen und zu unterstreichen. Die Seele bildet das Positive und gehört zum Bereich des Göttlichen. Der Körper repräsentiert das Negative. Die Seele soll sich von den Einflüssen und negativen Tendenzen befreien, welche hier vom Körper übermittelt werden, um zum Göttlichen bereits zurückkehren zu können. Die Linie, nach welcher das Seelische mit dem Positiven, das Körperliche mit dem Negativen verbunden ist, wird dann weitere Entwicklungen in der Geschichte der Philosophie haben. Zweifelsohne wird die Position Seele-Körper große Relevanz in Platons Phaidon haben. Die Pythagoreer plädieren für das Zurückführen des Wesens der Dinge auf Zahlen. Es mag sein, dass sie zu dieser Auffassung dank der Analyse der musikalischen Verhältnisse wie derjenige der Oktav, der Quint, der Quarte gekommen sind. Da diese musikalischen Verhältnisse eben in arithmetischen Verhältnissen ausgedrückt werden können, könnten die Pythagoreer zur Bildung einer generellen Auffassung gekommen sein, nach welcher alle Entitäten auf Zahlen reduzierbar und zurückführbar sind. Es muss jedoch diesbezüglich analysiert werden, wie die Zahlen ihrerseits interpretiert werden, das heißt nach welchem Modell die Zahlen gedeutet werden, denn es handelt sich dabei des Öfteren um ein geometrisches Modell. Vielleicht sollte man sagen, dass die Arithmetik bei den Pythagoreern eigentlich niemals als eine unabhängige, selbstständige Disziplin und Grundordnung der Realität ausgedeutet wird, sondern immer streng gebunden an die Geometrie interpretiert wird. Wir werden sehen, wie. Als weitere Betrachtung zu den musikalischen Verhältnissen lässt sich sagen, dass dieses das erste Beispiel der Anwesenheit einer Grundstruktur, das heißt des Verhältnisses Grenze und Begrenzten, angesehen werden kann. Denn die musikalischen Verhältnisse von der Oktav, von der Quint und von der Quart liefern ein Beispiel dafür, dass die möglichen Töne von bestimmten Verhältnissen zwischen den Zahlen begrenzt werden. Aus allen möglichen Verhältnissen zwischen der Länge des Monochords entstehen zum Beispiel bestimmte Zahlenverhältnisse, das heißt bestimmte Harmonien werden durch Zahlenverhältnisse gezeitigt oder bestimmte Harmonien lassen sich selbst in Zahlenverhältnisse widerspiegeln und durch Zahlenverhältnisse zum Ausdruck bringen, zur Darstellung bringen. Das Unbegrenzte, das in diesem bestimmten Zusammenhang von allen möglichen Tönen repräsentiert wird, Tönen bzw. Tonintervallen, wird durch die Grenze der tatsächlichen Verhältnisse Oktav, Quint und Quart individuiert und genau begrenzt. Begrenzt. Es wird dem Unbegrenzten Grenzen aufgezwungen, aufgelegt. Da diese Verhältnisse sich durch die Zahlen ausdrücken lassen, ich meine Oktav, Quint und Quart, könnte es sein, dass die Pythagoreer zur Ansicht gekommen sind, eben daraus zur Ansicht gekommen sind, dass alle Entitäten der Wirklichkeit aus Grenze und aus Unbegrenztem bestehen, das heißt, dass Grenze und Unbegrenztes
sozusagen die zwei Grundhauptprinzipien der Realität konstituieren, aus denen alles sich dann gekommen ist, dass alles sich alles herausgegeben hat und dass alle Entitäten auf Zahlen oder auf Verhältnissen zwischen Zahlen zurückführbar sind. Das heißt, mit anderen Worten, es ist nicht auszuschließen, die Hypothese, dass die Pythagoreer zuerst die Zahlenverhältnisse, welche die musikalischen Konsonanzen, Harmonien betreffen, entdeckt haben und dann aus dieser Entdeckung die Auffassung erarbeitet haben, dass diese Verhältnisse nicht nur auf die musikalische Ordnung beschränkt werden sollte, beschränkt ist, sondern dass diese Verhältnisse sich irgendwie in allen Entitäten der Realität manifestieren und sich auch durch eine entsprechende Analyse und Studie entdecken lassen. Das Wesen der Dinge wird infolgedessen nach dieser Auffassung aufgrund der Entdeckung bestimmter musikalischer Verhältnisse und auf der Basis der Ausdehnung dieser Verhältnisse auf die ganze Wirklichkeit in Zahlen ausgedrückt. Der Auftakt der Interpretation der Pythagoreer, wonach alles aus Zahlen bestünde, soll demzufolge von der Analyse einiger musikalischer Verhältnisse repräsentiert worden sein. Wichtiger ist dennoch zu unterstreichen, dass die musikalischen Verhältnisse eine Bestätigung für die Präsenz in den Dingen seitens der Grenze und des Unbegrenzten liefern. Denn die mögliche unbegrenzte Reihe der Tonintervalle wird sozusagen durch Zahlenverhältnisse begrenzt. Daraus entstehen die verschiedenen Konsonanzen. Die Wirklichkeit enthält in diesem Sinne als unbegrenzt alle möglichen Realisierungen. Nur einige von diesen werden durch das Prinzip Grenze tatsächlich bewirkt. Bevor wir aber zu diesem Punkt übergehen, sollen wir einen weiteren Punkt beobachten, der für weitere Betrachtungen nützlich sein könnte. Die Pythagoreer analysierten unter anderem die Arten von Zahlen. Darin werden Dreieckzahlen, Viereckzahlen und Quadratzahlen studiert. Die Dreieckzahlen entstehen aus der Summe aller natürlichen Zahlen. Die Formel, welche jede Dreieckzahl gibt, ist n, wobei n für eine natürliche Zahl steht. N muss multipliziert werden für die Summe von n plus 1. Dieses Resultat soll für 2 dividiert werden. Dreieckzahlen sind zum Beispiel 3, 6, 10, 15. Dies lässt sich auf der Basis der soeben erwähnten Formel errechnen. Wenn man die Dreieckzahl 10 in solch einer geometrischen Disposition anordnet, welche sie im Schema, das im Handbuch von Wolfgang Röth im ersten Band zu finden ist, und welche einem Dreieck entspricht, einem gleichseitigen Dreieck entspricht, bekommt man eine Disposition, in welcher die Zahl, welche in jeder Zahl enthalten ist, ihrerseits der Reihe der natürlichen Zahlen, fortschreitende Weise entspricht. Sie können auf mittels dieses Schema von Röth sehen, dass zuerst gibt es die eine, dann 2 in der zweiten Linie, 3 in der dritten Linie und 4 in der vierten Linie. Die Summe von diesen Zahlen gibt 10. 10 ist
eine wichtige Zahl für die Pythagoreer. Und jetzt werden wir sehen, weshalb. Zuerst ist es aber sowieso wichtig, darauf sofort zu bestehen, dass die 1 für die Pythagoreer keine Zahl an sich selbst ist, sondern dass die 1 von den Pythagoreern als Ursprung aller Zahlen und als gerade und ungerade eingestuft und klassifiziert wird. Die Zeichnung, welche ein gleichzeitigen Dreieck sein möchte, repräsentiert die Summe der ersten 4 natürlichen Zahlen. Der Summe der ersten 4 natürlichen Zahlen wird von den Pythagoreern der Name Tetraktys 4 zugewiesen. Das heißt, diese Summe oder die Zahl 10 wird als Tetraktys von den Pythagoreern benannt. Die Tetraktys-Vierheit, welche die Summe der ersten 4 natürlichen Zahlen ist, ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Erstens, die Vierheit synthetisiert in sich selbst die ersten 4 natürlichen Zahlen, welche Zahlen den geometrischen Dimensionen entsprechen. Sie bringt die ersten 4 natürlichen Zahlen in Gestalt einer perfekten Figur, das heißt eines gleichseitigen Dreiecks, zur Darstellung. Die Vierheit, die Tetraktys enthält, dass sie der Summe der ersten 4 natürlichen Zahlen ist, in sich die Dimensionen der Geometrie, denn 1 entspricht dem Punkt, 2 der Linie, 3 der Fläche, 4 dem Festkörper. Die Deutung liegt daher, dass die Tetraktys sozusagen alle geometrischen Dimensionen in sich enthält oder dass zumindest mit den geometrischen Dimensionen verbunden ist, eng verbunden ist. Darüber hinaus lassen sich in der Tetraktys die harmonischen Grundkonsonanten Quarte, Quinte, Oktave und des Weiteren auch Duodezime und Doppeloktave enthalten. Die Tetraktys resultiert aus den 4 Zahlen 1, 2, 3, 4. Nun entspricht die Quarte zum Beispiel dem Zahlenverhältnis 4 zu 3. Die Quinte dem Zahlenverhältnis 3 zu 2. Die Oktave entspricht dem Zahlenverhältnis 2, 1. Die Duodezime dem Zahlenverhältnis 3, 1. Und die Doppeloktave dem Zahlenverhältnis 4, 1. Diese Zahlenverhältnisse bestehen aus Zahlen, eben natürlich, die in der Tetraktys alle enthalten sind, indem sie alle sozusagen Komponente der Tetraktys sind. Die Tetraktys fasst folglich in sich selbst die Grundkonsonanzen zusammen. Um nun zu den erwähnten Rechteckzahlen und Viereckzahlen zu kommen, die ich seit einiger Zeit erwähnt habe in dieser Aufnahme. Dreieckzahlen wären die ersten. Jetzt sind Rechteckzahlen und auch Viereckzahlen dran. Es ist Folgendes zu sagen. Die Rechteckzahlen, sind auch Objekt der Analyse der Pythagoreer. Diese stammen aus der Summe der geraden Zahlen. Rechteckzahlen sind Zahlen wie zum Beispiel 2, 6, 12, 20 und so weiter. Die Formel, welche Rechteckzahlen gibt, ist die folgende. N, wo eben N für eine natürliche Zahl stehen muss für die Summe
von n plus